Also kein Benzin mehr. Sprengpfeile. 10 Stück davon und ein paar Molos. Das sind 4. Und 2 davon. Gut, alles gereinigt. Das kann auch bleiben. Das bleibt auch alles malet. Stehen bleiben, Streuner! So sehen wir uns also wieder. Ich wette allerdings, dass du nicht mehr weißt, wer dich aus dem Wasser gefischt hat. Olga. Ich heiße im Übrigen Olga. Warst du das etwa, der gegen den Gebieter des Waldes gekämpft hat? Wahnsinn! Unsere Jäger haben sich schon seit Jahren von ihm ferngehalten. Verdammt! Entschuldigung, Lehrmeister. Das Schloss ist völlig verrostet. Dein Freund Aljoscha ist bereits am Damm. Er sagte, euer Oberst würde nicht warten. Du hast also nicht viel Zeit. Tut mir leid, ich kann dich nicht dorthin bringen. Bei der heutigen Ratssitzung haben die Piraten beschlossen, euren Zug anzugreifen. Dabei durften sie den Rat ohne mich nicht einmal einberufen. Und jetzt liegt es mal wieder an mir, das zu regeln. Aber ich habe noch ein paar Minuten, um dir den Weg zu erklären. Du brauchst ein Boot, um zum Damm zu kommen. Und unsere Piraten haben alle Boote in ihrem Sumpflager. Sie geben nur ungern etwas her. Allerdings ist das auch kein Grund anzugreifen. Niemand möchte, dass Blut vergossen wird. Bleib also einfach außer Sichtweite. Nimm die Straße zur Barrikade, geh weiter bis zum Sumpf und such die Anlegestelle. Dort hatten Aljoscha und ich das Boot genommen. Möge der Lehrmeister es mir verzeihen. Ein paar liegen da noch, aber sei vorsichtig. Also gut, Streuner, pass auf dich auf. Ich hoffe sehr, es war kein Fehler, euch zu helfen. Bestell Aljoscha einen Gruß von mir. Ich bin auch hier, um mich um das Grab des Lehrmeisters zu kümmern. Möchte ich etwas ausruhen, bevor du losziehst? Eine Klar. Gute Idee. Quatsch nur ein bisschen. Und ich komme hier gedanklich nicht weiter. Kaum hatte der Gebieter beschlossen, die Umgebung hier heimzusuchen, kamen keine Leute mehr her. Sie haben es allerdings auch nicht vergessen. Der Lehrmeister hat uns alle großgezogen, hat uns beigebracht, wie man im Wald überlebt. Ohne ihn wären wir schon längst alle tot. Die Mädchen kommen also täglich her. Die Jungs kommen auch manchmal. Sogar Roman kommt zu Besuch, obwohl der Lehrmeister damals wegen ihm gegangen ist. Die meisten von uns gingen den Fluss entlang und nur wenige waren zum Wachdienst im Lager geblieben. Als wir zurückkamen, war das Lager von Banditen überfallen worden. Der Gedanke an den Anblick tut noch immer weh. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Als wir und die jüngere Gruppe aufhörten zu heulen, begann der Lehrmeister, die Gräber ganz alleine zu graben. Von den älteren Jungs war nichts zu sehen. Also halfen wir dem Lehrmeister, unsere Leute zu beerdigen. Es war schon dunkel, als die Jungs zurückkamen und sich ans Lagerfeuer setzten. Roman war so blutverschmiert, dass man nur noch seine Augen und Zähne erkennen konnte. Dann fingen sie an zu reden. Den Spuren zu folgen war einfach gewesen. Die Banditen hatten sie nicht einmal verwischt. Und so hatten die Jungs einfach abgewartet, bis sie alle betrunken in ihrem Lager saßen, und sie dann mit ihren Bögen erschossen. Anschließend hatte Roman die Verwundeten erstochen, als seien sie nur Rotwild. Der Lehrmeister saß einfach nur da und hörte zu. Ich weiß noch genau, wie sein Kinn zitterte. Und er sagte nichts. Gar nichts. Sie verstanden trotzdem, was er dachte. Am nächsten Morgen war er gegangen, zu dieser Kirche. Zuerst wollte er mit niemandem sprechen, aber wir Mädchen sahen immer wieder nach ihm.
um ihm Bären zu bringen oder ihn um Rat zu bitten. Nach und nach sprach er dann doch mit uns. Trotzdem war er anders, so distanziert. Mit den älteren Jungs sprach er nie wieder. Er beantwortete allerdings ihre Briefe. Und uns übrigen, die wir ihn weiterhin besuchten, sagte er immer, dass wir ihr Gewissen sein müssten. Dass wir sie davon abhalten müssten, zu Monstern zu werden. Aber wie soll man so etwas machen? Und das war noch nicht alles. Sie begannen sich Piraten zu nennen und machten die überflutete Sägemühle zu ihrem Hauptquartier. Dann fingen sie an, Banditen an Pfähle zu hängen. Eines Tages erwischten sie etwa 10 Banditen lebendig und benutzten sie, um die Jungs einer Prüfung zu unterziehen. Sie sollten die Mistkerle töten. Von unseren Jungs machte das keiner. Daher wurden sie als Feiglinge bezeichnet und verbannt. Und so bildete sich dann die Gruppe der Pioniere. Natürlich haben sich inzwischen alle etwas beruhigt. Immerhin sprechen sie wieder miteinander. Aber damals konnten nur Lyuda und ich bei den Ratsversammlungen für den Lehrmeister sprechen. Noch was? Letzten Endes hielten Lyuda und ein paar Jungs es einfach nicht mehr aus und gingen. Ob sie wohl einen besseren Ort gefunden haben? Ich hoffe immer noch, Funksignale von ihnen zu empfangen. Warum bist du hinten richtig grün? Der Lehrmeister hatte auch Hoffnung, aber diese Hoffnung hielt nicht lange vor. Im Juli gingen sie und im September erschoss er sich selbst. Roman schien davon erfahren zu haben. Er wurde ruhiger und einige der älteren Jungs liefen zu den Pionieren über. Das Wichtigste ist immerhin, dass wir zusammenhalten und somit habe ich eine wichtige Stimme beim Rat, denn ich kann sie vermöbeln, wenn sie nicht hören. Und das nicht nur, weil sie keine Mädchen schlagen sollen. Ich rede hier von einem fairen Kampf. Und nur ein einziges Mal habe ich einen fairen Kampf verloren. Gegen Roman. Und selbst dabei habe ich ihm ein blaues Auge verpasst, das er eine Woche zur Schau tragen musste. Das hat mir seinen Respekt eingebracht. Den meisten Ärger hatte ich mit dem Admiral. Er war Romans rechte Hand, verließ die Sägemühle unter keinen Umständen. Er sagte immer, dass wir sie verteidigen müssten, wenn die Mutanten nicht das ganze Tal auffressen sollen. Aber die Strahlungswerte stiegen dort immer weiter an. Roman überprüfte es höchstpersönlich mit seinem Geigerzähler. Bei einer Ratsversammlung ließen Roman und unsere Ausbilder dann alle gegen den Admiral abstimmen. Daraufhin bauten die Piraten am Ufer eine neue Festung, die zum Wohnen reichte. Der Admiral wollte davon nichts hören. Also blieben er und seine loyalsten Lakaien in der Mühle. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Die Strahlung ist wirklich ernst zu nehmen. Der Lehrmeister hat uns nicht umsonst davor gewarnt. Und da der Admiral nun weg ist, gibt es niemanden mehr, der es wagt, sich im Rat gegen mich zu stellen. Ich werde sie heute Abend an die Leine legen. Keine Sorge. Ich brauche nur etwas Zeit, meine Gedanken zu sammeln. Politik ist wirklich nicht meine Welt. Du kannst dir gerne das Tagebuch des Lehrmeisters anhören. Er hat alles aufgezeichnet, als ob er es geahnt hätte. Ja, ich habe es vermutlich alles schon 100-mal gehört, aber trotzdem. Wir haben ihn im Stich gelassen. Und wie? Zu solchen Monstern werden. Klar, ich bin kein Pestalozzi,
Aber ich habe alles getan und sogar noch mehr. Ich habe ihnen meine Seele gegeben, mein Leben. Und zu was hat das geführt? Zu einer abgeschotteten Gesellschaft, die nur Stärke respektiert und nicht weniger grausam ist als die Banditen, die sie bekämpft. Ihre Reinheit bewahrt, den schlechten Einfluss abgetan und sind letztendlich gegangen. Ich habe ihnen alles gegeben, was ich hatte. Und es waren nur so wenige. Die meisten haben sich geändert. Könnte es sein, dass die Menschheit in dieser Welt, in der selbst die Harmlosesten sich in albtraumhafte Freaks verwandeln, einfach keine Zukunft hat? Worauf kann man da noch hoffen? Was bringt es überhaupt noch, darüber nachzudenken? Ist schon traurig. Tja, bei der Ratssitzung heute Abend alle daran erinnern, was der Lehrmeister am Ende gedacht hat. Denen werde ich gründlich den Marsch blasen. Hat der Lehrmeister uns alle gerettet, damit wir nur Leute angreifen? Uns zu verteidigen ist eine Sache, aber selber anzugreifen, das können sie nicht leugnen und wir werden uns zurückhalten müssen. Diese Piraten. Ach, Jungs. Ja, Jungs sind was Schönes. Da gehen wir, willst du noch was erzählen? Ich gehe jetzt langsam und heimlich. Also ich könnte natürlich Sprit finden und das hier aktivieren. Wo? Keine Ahnung, Cappuccino ist jetzt immer zu suchen, diese... Außer ich finde jetzt gerade spontan, welche runtergehe. Da-ba-da-ba-da. Okay, ich komme nicht mehr zurück. Also, das war's dann. Das gleiche Klackern hier nervt ein bisschen mit den Boing, Boing, Boing. Was? Wurscher, der Ausbilder, er starb, als er einen von uns von den Plünderten befreite. Oder gerade hier. Egal. Dann gehen wir mal weiter. Aber was steht hier? Oder ist was? Dimschik, der Ausbilder, er starb an seinen Verletzungen, nachdem er 4 Banditen im Nahkampf getötet hatte. Tanja, die Ausbilderin, sie starb, als sie eine Gruppe Kinder vor den Wölfen beschützte. Und unbekannt. Gut. Warum kann ich nicht das Boot da hinten nehmen? Fragen über Fragen, was nicht beantwortet werden kann, weil ich dafür doof bin. Was? Ich liebe das Spiel. Also ich liebe die alte App.
Briefe. Verwitterte Notiz. Lioda, du verstehst es einfach nicht. Wenn ich nicht mit dir gehe, dann heißt das nicht, dass ich Roman zustimme. Er hält sich für einen großen Anführer, aber nicht einmal er besäße die Dreistigkeit, mich oder irgendwen hier von einem Feigling zu nennen. Selbst wenn wir selber, selbst wenn wir lieber sterben, als Leute zu erschießen. Ich möchte bleiben, weil hier sonst niemand mehr wäre, der die Sumpfmutanten davon abhält, in den Wald vorzudringen. Und sollte das jemals passieren, würde das bedeuten, dass unser Opfer, unsere harte Arbeit und selbst unser Verbrechen umsonst war. Wenn diese Mutanten, denn diese Mutanten würden hier einfach alles zerstören, um unser Wald, unser Zuhause in unsere stinkenden Höhle verwandeln. Du hältst mich für verrückt. Dass ich das glaube, das ist mir egal. Vielleicht bin ich verrückt, aber dir wünsche ich viel Glück. Und ich bleibe, Alex. Wir werden es mal dunkel machen hier. Was hier machen? Wir wollen Holz. Wir wollen auch ein Holz. Wir wollen auch ein Holz. Wir wollen auch ein Holz. Ah, jetzt willst du trinken, ja? Nochmal. Schön wärmen. Ah, nur wärmen noch. Na gut, legen wir uns hin bis nachts. Ach so. Cool. Jetzt gucken wir mal zu, wie alles hier schnell Nacht wird. Nee, geh mal runter. Noch sehe ich und höre ich nichts, außer hinten Lichter. Nur Zirkwäsche. Aber ich sehe hier gar nichts. Schön nah. Könnte aber da Ende hier lang gehen. Klettern wir jetzt runter und mal gucken, wo ich rauskomme. Ich weiß auch nicht mehr, wo. Ich habe damals ein bisschen Probleme gehabt hier. Also besonders für den nächsten Abschnitt danach. Bitte?
Wir haben die Jungs hier keine weiteren Fallen verbaut. Ja, klar. Was meinst du damit? Nicht was, sondern wen? Kennst du diesen Streuner, den die Pioniere aufgegriffen haben? Klar, was ist mit dem? Der Typ ist entkommen. Das Problem ist jetzt, dass er nicht alleine war. Na und? Wir erwischen doch immer alle. Den ersten Kerl vielleicht. Der zweite ist allerdings etwas schwierig zu fangen. Viele haben es versucht, aber keine Chance. Der ist wirklich gut. Was bedeutet's, wenn wir ihn fangen? Ja, dann schwören wir morgen im Haus des Försters unseren Eid. Also halte die Augen offen. Das ist unsere Chance, Ausbilder zu werden. Dann paddeln wir ein bisschen. Was ist los? Was ist denn jetzt so? Er hat mich gemerkt und der ist Alarmbereitschaft. Ja, das finde ich jetzt nicht geil, dass er gerade aktiviert wurde. Weißt du, ob heute jemand zur Kirche gegangen ist? Ja, ich. Was? Was machst du da? Was zum Teufel? Ich lade nochmal neu. Macht jetzt keinen Sinn. Ja, der hat wirklich keinen Sinn, der macht jetzt unnötig jetzt viel Aufmerksamkeit das bekommen. Denk mal das da. Hm.